Hallo und willkommen zurück hier bei Phantasmagoria. Und wir haben das dritte Kapitel abgeschlossen, bewegen uns ins vierte. Das heißt, wir haben die Hälfte geschafft. Ja, definitiv. Das finde ich gut. Die Hälfte von einem schönen, gut gealterten Spiel. Ja. Genauso wie dieser 2016er Rothschild. Ja, auf jeden Fall. Wow. Kinder, trinkt keinen Alkohol. Alkohol genau. Zu trinken macht euch nicht cool. Nein. Außer uns. Auf gar keinen Fall. So, dann würde ich sagen, springen wir doch rein. Das nächste Kapitel. Ich möchte ja gerne sehen, was jetzt noch mit den Wichteln passiert. Wir haben Tage übersprungen. Stimmt. Aber sie bürstet mal. Sie hat andere Sachen an. Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh Gott. Haben wir Zensurbalken? Nein. Das war so gruselig, dass der Ton ausgesetzt hat. Leave me alone. Oh, she's in bitch mode. Was jetzt wohl passieren mag? Stimmt, wir hatten schon lange keine verfehlten Szenen mehr. Ja gut, aber sie hat keinen Albtraum gehabt. Da stimmt doch was nicht. Ja, aber Don ist da. Reicht das nicht? Seine Brusthaare sind fast so lang wie die auf seinem Kopf. Junge, sie will nicht. Aber sie hat immer noch den Schürhaken und den Hammer dabei. Jetzt müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wo sie die Dinger unterbringen. Ja, eine Frau hat da gewisse... Ja gut, aber er erforscht jetzt gerade diese gewissen Möglichkeiten. Also. Er sucht den Schürhaken. Oh, ich glaube, das muss ich. Ich glaube, das läuft ja darauf hinaus, dass ich da gleich was zensieren muss. Wirklich. Die Frage ist jetzt, ist das wirklich für den Plot von Bedeutung oder haben die Produzenten des Spiels bloß gesagt, nee, wir müssen das jetzt haben wir, jetzt haben wir schon eine Pornodarstellerin, die müssen sie auch benutzen. Wo kommt er eigentlich her? Weil er sieht ehrlich gesagt auch aus wie ein Pornoschauspieler. Das weiß ich gar nicht. Es passiert bestimmt gleich irgendwas. Ein blutender Schädel pullert aus dem Spiegel oder so. Oh ja, gegen die Badezimmerfliesen. Richtig. Der beste Ort für sowas. Ihr habt vier Betten in diesem Haus! Nein, bitte nicht. Oh, die Musik verändert sich. Ich würde ja erstmal. Er scheint ein wildes Tier im Bett zu sein. Ja, aber bringt das was, wenn er jetzt seine Hose nicht auszieht? Das ist ein Videospiel. Ja, aber auf der Rücke. Ich bin freund zu dich. Ach, Don, du Rohrreiniger. Na, wahrscheinlich ist das Rohr jetzt wieder frei, deswegen. Mein Mann ist zu blöd, die Hose auszuziehen, bevor er Sex hat. Naja. All work and no play make Don a bad boy. Das finde ich einen ziemlich verstörenden Anfang für das Kapitel. Ein bisschen, ja. Ah, gut, aber sie hat wieder ihre alten Sachen, ne? Ja. Das bedeutet, dass alles also, okay ist. Wir haben jetzt Sonntag bis Freitag dieselben Klamotten angehabt. Aber sie hat ein Nachthemd. Wir wissen also, dass sie nicht schläft in dem Zeug. Boah, guck mal, das mit dem Kronleuchter da hinten. Das sieht irgendwie total dämonisch aus. Leicht, ja. Stimmt. Ich beobachte. So, mein Mann hat mich gerade vergewaltigt. Was mache ich heute im Tag? Schreibe ich in meinem neuen Buch? Kaufe ich nochmal Rohrreiniger? Bringe ich ihn endlich um? Ja, so, ja. Würde ich sagen, fragen wir mal das Skelett. Ah ja, richtig. Cryptkeeper, was machen wir heute? Someone has seen everything on this island. Ja, wir. Ich glaube noch gar nicht, dass wir alles gesehen haben. Ich wusste nicht mal, dass das eine Insel ist, ehrlich gesagt.
Nee, der Fernseher. Der Fernseher. Ach, egal. Wir holen uns jetzt erstmal unser Horoskop ab. Ja. Klopf erst mal. Ach ja, stimmt. Nee, inzwischen kann ich nicht mal mehr klopfen. Ja, die Tür existiert praktisch nicht mehr. Naja, war ja auch ein bisschen verstörend für die arme Alien. Nein, das ist ja im Badezimmer passiert. Also in dem Raum da baut er ja wahrscheinlich jetzt gerade seinen Schrein für Yogg-Sothoth oder so. Kann gut möglich sein. Die Musik hat sich wieder verändert. Hey, I'm for you. I'm sorry, Harriet, I forgot all about it. You ready to work? Yeah, ma'am. Tell me what to do. Well, let's see. Kitchen dishes need washing. Our bed needs to be made. Bathroom needs cleaning. Oh, yeah. Furniture needs polishing. And this floor needs sweeping. Und wenn du durch bist, kannst du gerade hier von vorne. I'll get right on it. Anything else? Im Badezimmer sind die Fliesen an einer Stelle ein bisschen eingeknackt. Achso, jetzt kann ich was geben. Hier. Harriet, I thought you might be interested in... No, never mind. Okay, fine. Anything else? Kannst du dir Tarotkarten geben? Ich meine, sie ist ja so eine warme Einstellung. Stimmt, das ist echt. Well, yes, I found these old tarot cards in the house. Cool. I don't read them. If you want them. You're darn right, I want them. You're beautiful. I tell you what, I'll do a reading for you. Ich hab die Maschine, die das macht. Anything else? Oh mein Gott. Zabatan. I thought you might be interested in... But you can't touch it. Kann man hier eine Zeitung geben? No, bestimmt. Okay, ich meine, ich wusste jetzt nicht, wofür wir die jetzt noch brauchen. Vielleicht den alten Schlüssel? Vielleicht weiß sie, wofür er da ist. Oh mein Gott. Oh, by the way, I see you carrying around that newspaper. You want me to throw it away for you? Hä? Please, would you? Okay, gut. Ja. Also Zeitung brauchen wir nicht mehr. Aber wir hätten sie nicht einfach geben können. Das wäre zu geradewegs gewesen. Oh Mann. So, jetzt erstmal das digitale Horoskop. Jetzt steht wahrscheinlich nur. Aufwind! Aber es ist eine andere Hose. Das kann ich dem Musik wechseln. Aber sie ist immer noch so gesprächig wie vorher. Er ist nicht so wie bei Big mit Tom Hanks, wo der Roboter redet. Keep your secrets. Der hieß doch auch Soltan. Big mit Tom Hanks? Ja, wo er klein wird. Also wo er klein ist und sich wünscht, erwachsen zu sein. Das kenne ich gar nicht. Ich kenne so einen ähnlichen Film mit Robin Williams. Hey! Auf dich ist Verlass, Jeanette. Gut, So, Zwerg Nase wollte uns in der Küche unser Horoskop vorlesen. Wo war die Küche? Da, durch die Tür. Durch die Tür? Nein, links. Links. Und dann da, geradeaus durch. Nee, das doch, hier? Dann, nein, das ist raus. Das, die Tür sag ich doch. Aber hier, ihr könnt mit Hodor sprechen. Hodor. Ja. Hey, stupid cat. Ja, der quält unsere Katze. Why play with you at all? Jetzt reicht's, er kriegt den Schürhaken. Stupid kitty cat. I want to wait until I want to do it. Bang! Cyrus? Cyrus, what are you doing? Nothing. I just want to play with your pussy. What were you doing with my cat? I was playing with it is all. Cyrus, don't play with him, okay? Ich wollte nur essen mit ihm spielen. Ich wollte ihn nur streicheln. Aber essen. Okay, Katze gerettet, alles klar. Siehst du? Gut, dass ich rausgekommen bin. Ja, okay. Oh, eine andere Ansicht.
Es ist gut, wenn man seine Ansichten wechseln kann. Nebenbei, die Tapete ist grauenerregend. Ja, so ein bisschen. Ich merke das erst jetzt, dass das keine Farbtextur ist, sondern grauenerregende, fürchterliche Tapete. Da geradeaus ist die Küche. Hast recht. Ah ja. Adrian. Yes? You know those tarot cards you give me? Uh-huh. Well, it's time to do a reading. Ja, right deswegen now. Bin ich hier. Zack, zack. Well, okay, I guess. Ich bin sicher, dass es sehr gut ausfallen wird. Hoffnungsfroh. Glücklich. Der Tod! Und der Tod! Mach dir keine Sorgen. Im Tarot steht die Todeskarte für Veränderung. Ach, dann ist alles gut. Das niedliche Eichhörnchen. Stimmt sogar, das habe ich auch schon mal gehört, dass der Tod gar nicht der Tod ist. Dass man sich gar nicht so erschrecken soll, wenn der Tod kommt. Das ist auch das deine Karte? Ich glaube nicht, dass Tarot so funktioniert. Hey, ich dir die Karten. Ich hab vier Asse. Ich weiß nicht, diese Wichtelfrau, die ist so merkwürdig. Hey. This don't look good. Hätte hier irgendjemand was anderes erwartet? Du hast noch 10 Minuten zu leben. Ich hab die seit 9 Minuten. Come on, Harriet. Well. Alright. This card in the middle. The fool. That's you. That's you. The fool is surrounded by all these 7 other energies. Now this card, that's the lovers. Oh. That means that the fool is gonna have to make a choice in the area of love. Now, normally that ain't necessarily so bad, but all these other cards surrounding it. Well. Oh, these 2 cards. That's justice and strength. And that's good. Because the fool can use them to help out with rational solutions and a balanced mind. Der Frohgott ist hochverflucht. Courage, strength and determination. Sounds like I'm heading off to battle. You might be. Take a look at these other 4 cards here. The worst 4 cards in the deck. Oh, these Spice Girls. Hanged Man. Tower. And the Cthulhu. Death. The hangman. A sacrifice is gonna happen. The tower. Breakdown of existing forms. The devil. Er steht für das Gute. He brings evil. Oh, cool. Was für eine Überraschung. Painful transformation's gonna happen. Du wirst dich in einen Werwolf verwandeln. Oder in einen Transformer. Oder in einen Wehrtransformer. It's hard to know, actually. Because you know, it's all in the interpretation. But es könnte auch was ganz anderes heißen. Du wirst morgen Blumen kaufen und eine wilde Biene fliegt aus der Blüte heraus. Und dann gewinnst du 2 Millionen Dollar im Lotto. Also die Maschine hat das alles sehr viel effizienter gemacht, ja? Siehst du, deswegen? Maschine. Ja? Oh. Wir sind verloren. Sorry, was? Ich war gerade mit den Gedanken ganz woanders. That was very interesting. Now, I know that you think that this is all just a hogwash
Harriet. Yes. I really appreciate you trying to help me. But I just don't believe in this stuff. Well, now, all I Deswegen habe ich es nicht machen lassen. There's some bad trouble around here. You just better watch your backside. Fine. I will. You better watch your back, punk. Ich kann sie noch mal legen. Okay. Ich könnte duschen. Die hat aber auch schon dieselben Klamotten an. Immer noch das zerrissene. Ja gut, aber sie hat eine Entschuldigung. Sie hat wahrscheinlich keine anderen. Also sie hat mit Sicherheit keine anderen. Adrian könnte doch wenigstens ein Nachthemd. Die könnte ihr auch mal was zu futtern geben irgendwie. Dass der Sohn keine ekligen, kranken Kaninchen im Wald fangen muss. So. Onkel Totenkopf? Someone has seen everything on this island. Okay. Wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Ja, wir haben ja eben im Turm haben wir ja dieses eine Gebäude gesehen. Vielleicht sollten wir draußen mal gucken, ob wir da hinkommen. So, schauen wir mal. Bist du sicher, dass das nicht die Krypta war im Garten? Die nee, die war, ja wesentlich kleiner. Das sah mehr aus wie, keine Ahnung, irgendwie... Ich spreche nochmal mit Rodo. Der hat gerade Katze. Cyrus? Huh? When I was in the tower room, I could see a little building in the woods. Aha. I was wondering, have you seen it? Yeah, it over there. Der weiß an wen der mich erinnert. Man in Black, an Edgar. Well, the trail's all washed out. Schau. Yeah. Usually what I do, I just jump over it. Vielleicht nur wegen der Klamotten. Where is it, Cyrus? Ich weiß nicht. Aber ich sehe es, ich sehe es. Oh, er führt uns hin. Klasse, okay, cool. Gut gemacht. Wo ist er jetzt hin? Keine Ahnung, lauf ihm hinterher. Wohin? Irgendwo hin. Da sind wir, glaube ich, nicht richtig. Ah! Oh, er drückt ihn jetzt mit seinen eigenen Händen. Drückt er ihn um. Ja gut, dem Riesen würde ich das sogar zutrauen. I've been waiting for you. I'm sorry, Cyrus. I tried to hurry. Oh, that's okay. Also, ich habe maximal zwei Sekunden gebraucht. Just like I told you. Come on. Und so springst du. Der Kerl ist gut. Oh, I don't know, Cyrus. Looks kind of dangerous. Isn't there another way? No. Nein. Oh, look out. Da-da-da-da! I can fix it! Fix it, Cyrus. Ich meine, Gott bewahre, dass er die Axt nimmt. Welche Axt? Mit der er gerade Feuer gehackt hat, Feuerholz gehackt hat. Er kann das. Ja, aber das wäre einfach viel zu schwierig zu filmen gewesen. Wir filmen einfach die Reaktion. Wow! Oh mein Gott, Cyrus! Hast du gerade diesen Baum umgeworfen? Du bist Herkules! Und einen französischen Sekretär daraus geschnitzt und ihn dann irgendwo hingestellt, wo wir ihn bei der nächsten Einstellung nicht sehen können? There you go! Ist aber jetzt viel näher geworden, kann das sein? Das weiß ich nicht. Vielleicht? I'm strong. Boy, you are strong. Ich sag dir, die beiden kommen zusammen, wenn du spielst. Mama always tells me that I'm more muscles than bread. Yeah, well, your mother was right, Cyrus. Oh, Geige. Das ist so geil. Ich liebe es. Cyrus! Uh-oh! Mouse calling! So, dann ab auf den Baum. Dann gehen wir mal nach Rivier, ja. So, noch kurzer. Baum. Was kann ich jetzt machen, um hier drüber zu kommen? Baum. Ich könnte meine Beine hintereinander stellen. Immer abwechselnd. Ja, ich glaube, du musst anklicken, genau. Und nun das über den Baum gehen Minispiel. Nein, jetzt. Was zum Henker? Ah, doch, sie geht hoch. Oh. Drei Bildschirme, damit sie auf den Baum geht. Oh, Mädel. Er ist fast einen Meter breit. Naja, ich weiß nicht, vielleicht hatte sie irgendwie eine Linie, auf der sie laufen musste. Hm. Aber ich zerstöre schon wieder Immersion.
Ja, Mensch, wie kannst du? Ist das nicht unser Job?